Leute, müssen wir uns jetzt auf einen weiteren Abverkauf in Bitcoin einstellen? Gestern dumpt der Markt und unsere Short-Position, die geht haargenau auf, Leute. Mittlerweile 15% im Profit. Wie es für Bitcoin weitergeht und vor allen Dingen auch die weiteren Markterwartungen, Kursprognose, Chartanalyse, das erfährst du im heutigen Video. Die wichtigsten Preislevel, Liquidation Levels, vor allem die nächste Ziellevel und Nachkauflevel bekommst du alles an die Hand. Und wir werden natürlich über den ETF-Handelsstart in den USA sprechen. Viele sprechen von einem Flop. War es wirklich ein Flop? Das werde ich auch in diesem Video auflösen. Und last but not least natürlich auch über Ethereum sprechen, denn hier geht unsere Position aktuell durch die Decke. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, dann hast du den klaren Fahrplan parat. Und ansonsten würde ich mir natürlich freuen, wenn du den Like-Button smasht und wenn du mehr davon sehen willst, jeden Tag up-to-date sein möchtest und vor allem keine dieser wichtigen Trades mehr verpassen möchtest, gerne rein abonnieren. Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier aus Costa Rica, Leute. Heute, der 12. Januar, ein Tag nach meinem 29. Geburtstag. Hat eine geile Zeit gestern, dazu gerne später mehr. Doch vorerst lasst uns einmal über Bitcoin sprechen. Was dann passiert, Leute? Schaut es euch einmal an. Wir hatten Tage, Wochen über dieses Level gesprochen. Die grüne Linie, 61,8er, 48.550 US-Dollar. Gestern mit dem Handelsstart ziehen wir hoch in diese Regionen. Die Euphorie war groß. Viele sprachen von gigantischen Kursanwächsen. Doch aus der Chartanalyse heraus, Leute, haben wir klar und deutlich gesagt, eine Korrektur ist überfällig. Dieses Level ist ein High-Probability-Trade. Die 61,8er aus Fibonacci Sicht, aus SK-System-Sicht und auch aus Zyklustheorie von Bitcoin heraus ein sehr, sehr relevantes Level, denn dieses Level hatten wir im letzten Zyklus angelaufen und danach kam es zu einer über 50-prozentigen Korrektur. Wir stechen einmal in dieses Level rein und werden direkt rejected aktuell, liegen bei 45.800 US-Dollar und jetzt fragt sich natürlich, wie kann es weitergehen für den Bitcoin-Kurs. Darüber werden wir gleich sprechen, doch vorerst lasst uns einmal über die wichtigsten Neuigkeiten sprechen. Natürlich der Short aktuell mit 15% im Profit, hier noch einmal schwarz auf weiß, Short gegangen, 48,55, aktuell letzter Preis 45,9, von daher wunderschöne Short-Position, aktuell offen, wie ich die weiter managen werde, erfährst du auch und natürlich auch Happy Profits an diejenigen, die das Ganze mit uns mitgenommen haben. Ethereum Long werden wir auch noch besprechen, 166% aktuell im Profit. Doch jetzt erst einmal zum Bitcoin-ETF-Update. Am ersten Handelstag wurden insgesamt ein Volumen von über 4,6 Milliarden US-Dollar gehandelt, inklusive Grayscale. Zieht man das ab, kommen wir immer noch auf 2,3 Milliarden US-Dollar und wie da unten steht, das ist der erste Anfang. Viele auf Twitter und sonst wo sagen gerade, hey, das Volumen ja, schön und gut, aber guck doch mal lieber auf die Inflows. Machen wir das Ganze jetzt einmal kurz, das noch einmal die Volumenzahlen aufgelistet. Schauen wir uns einmal die genauen Inflows an in diesem Fall, dann sprechen wir von 400 Millionen Net Positive Flow for the 7 products with data so far. Also 7 Produkte hier im Blick und in diesem Fall ist Fidelity in the lead mit 227 Millionen. Ganz wichtig, no data on GBTC yet, also dem Grayscale Bitcoin Trust, der jetzt konvertiert ist zu einem ETF, Leute. Und das könnte tatsächlich das Ausschlaggebende sein. Wenn wir 400 Millionen Inflow sehen, insgesamt Net Inflow nach diesen Zahlen, dann sollte doch soweit erst einmal der Bitcoin-Preis gestiegen sein, oder nicht? In diesem Fall könnte es tatsächlich auf Grayscale zurückzuführen sein, Leute. 2,3 Milliarden US-Dollar und hier könnte tatsächlich das meiste an Outflows stattgefunden haben. Denn der Grayscale Bitcoin Trust wurde konvertiert zu einem ETF und damit ist es jetzt auch möglich, dass letzten Endes die gelockten Bitcoin im Grayscale Bitcoin Trust auch wieder auf dem offenen Markt dann verkauft werden und von daher in diesem Fall rechne ich hier mit Major Outflows. Jetzt aber noch einmal zur Frage, war das ein Flop? Definitiv nicht, Leute. Wir müssen uns einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass über 2,3 Milliarden US-Dollar abseits vom Grayscale ETF, der schon ein bisschen länger besteht, also der Bitcoin Trust, gehandelt worden sind. Die großen Institutionen schauen auf das Volumen, Leute, wo letzten Endes gehandelt wird, denn da wird das Geld gemacht. Sie wollen an diesem Volumen partizipieren. Und vor allem sehen wir auch Folgendes, das Interesse der institutionellen Anleger, das ist sowas von da. Schauen wir uns einmal kurz gleich folgende Grafik an, die besagt, Coinbase hat OTC über 7,7 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-Transfers abgewickelt. Das ist diese Grafik, wovon ich spreche. Wir sehen am gestrigen Tag diese 7,7 Milliarden an US-Dollar Volumen abgewickelt. Address Transfer Volume war in diesem Fall 168.000. Wir sehen diese Zahlen bisher noch nie. Wir haben Ende des Jahres, letzten Jahres, 5,2 Milliarden US-Dollar einmal hier an OTC gesehen. Jetzt aber soweit
diese neue Höchstmarke, was für mich bestätigt, dass hier letzten Endes das Volumen und vor allem das Interesse von den großen institutionellen Anlegern da ist. Und was ist OTC, over the counter? In diesem Fall wird das nicht auf öffentlichen Börsen gehandelt, was natürlich einen Preiseinfluss hätte. Nein, das wird letzten Endes, wie gesagt, over the counter von Coinbase direkt selbst abgewickelt, Party to Party, Peer to Peer in dem Sinne. Und von daher hat es keine Preisauswirkungen, während diese 7,7 Milliarden an Transfers letzten Endes direkt über den Markt, hätte das natürlich auch einen gigantischen Preisauswirkung gehabt. Wir sehen jetzt aber einen Dump und diejenigen, die die Crypto Wall Street verfolgen, die sollten soweit bestens darauf vorbereitet gewesen sein. Sprechen wir gleich über den weiteren Kursverlauf von Bitcoin. Und jetzt noch einmal zum Chief Marketing Officer, nicht CEO von BlackRock, nein, Chief Marketing Officer von Bitcoin und jetzt auch in diesem Fall von Ethereum, der noch einmal ordentlich Ethereum hyped. Er sagt, wir sehen Value, Wert in having an Ethereum ETF und darüber hatten wir gesprochen. Sobald der Bitcoin ETF genehmigt ist, Leute, wird das Narrativ switchen hin zu einem Ethereum ETF und wir sehen aktuell einen gigantischen Pump in diesem Bereich. Und wir waren bestens vorbereitet. Schauen wir uns jetzt aber einmal kurz Bitcoin an. Wie kann es hier weitergehen, kurstechnisch gesehen? Wir sind an der 61,8er angekommen, sind wunderschön rejected worden. Unser Trade bereits auf Break-Even gezogen, auch via Copy Trading bei Bing X wahrgenommen. Von daher, falls du noch nicht bei Bing X am Start bist, eine sehr, sehr starke Börse suchst, auch Partner der Blues von Chelsea, dann schau gerne einmal in der Videobeschreibung zum Link, registriere dich, staub jede Menge Boni ab, nimm zukünftig an den Community Events teil und kannst letzten Endes auch am Copy Trading partizipieren. Wir sind jetzt soweit erst einmal rejected worden. Aktuell handeln wir bei 45.770 US-Dollar, von daher noch weitere Profite aktuell eingefahren. Ich habe darüber gesprochen, mein Stop-Loss, der in den Regionen alles öffentlich hier durchgegeben, hier auf YouTube, kannst du gestern gerne noch einmal nachschauen. 50.500 US-Dollar, den habe ich jetzt auf den Einstiegspreis gesetzt. Soweit erst einmal risikofrei im Markt und ich lasse diese Position weiterlaufen. Wie lange lasse ich sie denn jetzt weiterlaufen? Es gibt verschiedene Marken. Wir haben, sage ich mal, einen knapp 2.000 US-Dollar Stop-Loss gewählt. Von daher gibt es soweit erst einmal eine Profit-Marke beim Dreifachen des letzten Endes Stop-Loss-Wertes, das heißt bei 6.000 US-Dollar Movement, was wir bei knapp 42.000 US-Dollar sehen würden und dann natürlich noch tiefere Targets, die hier bereits eingeblendet sind, das 23.6er, 40.300 US-Dollar und letzten Endes das 38.2er, 35.566 US-Dollar. Ist aktuell bereits diese Korrektur eingeleitet, können wir davon sprechen? Aktuell noch nicht, Leute. Springen wir einmal noch mal kurz in den 4-Stunden-Chart, denn aus Marktstruktursicht haben wir noch nichts Relevantes gebrochen. Wir sehen aktuell weiter höhere Hochs und höhere Tiefs. Was ist aktuell das relevante Hoch? Natürlich unser Jahreshoch, neues Jahreshoch bei 48.969 US-Dollar. Weiteres relevantes Tief für mich aktuell die Marke von knapp 44.300 US-Dollar. Sollten wir dieses Tief unterschreiten, Leute, dann würden wir tatsächlich hier die Gefahr laufen, eine größere Korrektur zu sehen. Wir sind wunderschön abgesichert mit der Short-Position dafür. Die meisten haben während dieses Events Geld verloren. Und sollten wir diese Marke unterschreiten, dann ist das für mich ein weiteres Signal. Der Kurs könnte tatsächlich weiter fallen. Wir könnten hier diese Korrektur sehen. Sollte es dann zu einer Erholung noch einmal kommen, wird es wieder interessant, gewisse Level zu shorten. Aber aktuell ist es soweit noch nicht, Leute. Der Markt hat aktuell noch eine intakte Aufwärtstrendstruktur. Von daher sollte der Markt weiter klettern. Aktuell ein interessantes Level. Auch hier wieder die Wick-Füllung, genauso wie wir sie gestern besprochen haben. Hier 50% des Wicks gefüllt. Vorgestern wurde reingestochen, direkt erst einmal rejected. Jetzt haben wir einen neuen Wick. Dieses Level liegt aktuell bei knapp 48.000 US-Dollar, definitiv ein Point of Interest. Auch natürlich hier die Marke von knapp 48.969 US-Dollar, das letzte Jahreshoch. Und wir hatten auch gestern darüber gesprochen, die letzte Short-Möglichkeit übergeordnet, die ich aktuell sehe, ist folgendes, das 66.7er bei 51.178 US-Dollar. Das wird eine weitere Short-Position meinerseits werden. Nach SK-System sollte es tatsächlich zu einem weiteren Anstieg kommen. Schauen wir uns das aber jetzt einmal kurz genauer in den Liquidation-Levels an. So haben wir aktuell keine großen Liquidation-Levels über uns. Wir haben unter uns aktuell Medium Leverage Shorts und Medium Leverage Longs und Low Leverage Longs, aber jede Menge davon. Wir haben aber auch keine hochgehebelten Long Positionen mehr am Markt. Viele haben gerade aktuell Schiss, das auf gut Deutsch gesagt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind bereits abgesichert und risikofrei im Markt. Aus 7-Tages-Chart-Sicht liegt aktuell die meiste Liquidität unter uns. Knapp über 44.000 US-Dollar. Schön interessantes Target. 44.300 US-Dollar ungefähr. Und dann unter 44.000 US-Dollar auch noch jede Menge an Liquidität reinkommt. In den 1-Monats-Chart sehen wir auch viel Liquidität. Knapp über 50.000 US-Dollar. Was schön in Konkurrenz mit unserem 61,8 dann auch liegen würde. Von daher, da ist die nächste High-Probability-Marke. Jetzt, wenn man nicht im Markt ist, würde ich auch nichts machen, Leute. Es gibt immer
sage ich mal, Phasen, wo man nichts machen sollte. Die ist jetzt gerade eingetreten. Gestern war die Phase, wo wir die High Probability Trades hätten mitnehmen können. Haben wir gemacht. Und in diesem Fall würde ich jetzt erst einmal, falls du noch nicht positioniert bist, in irgendeiner Trade-Position erst einmal an der Seitenlinie sitzen. Unter 40.000 US-Dollar natürlich auch noch Liquidität. Springen wir hier mal rüber. Was hat dieser Dump, Pump and Dump ausgelöst? Natürlich hier vom Cumulative Liquidation Levels Delta erst einmal massivst hochgeschossen. Seht ihr hier im grünen Bereich. Und mit diesem Dump wurde jetzt ein wenig resettet. Wir haben aktuell von den Zahlen mehr Long Liquidations at Risk 326 versus Total Short Liquidations 163. Von daher weiterhin die Longs at Risk, was mich natürlich verleiten lässt, meine Short-Position weiterhin offen zu lassen. Das soweit erst einmal dazu. Lasst uns jetzt einmal über Ethereum sprechen. Hier unsere Position über 166% im Profit. Hatten wir wunderschön drüber gesprochen, über den Fahrplan von Ethereum. Wir hatten Spot eingekauft in diesen Bereichen zuletzt. Wir hatten auch nochmal interne Trades in diesen Bereichen. Das war mein interner Trade, 2000 US-Dollar hier eingestiegen. Denn in der Erwartungshaltung, dass wir genau das sehen, was jetzt passiert ist, ein Pump von Ethereum in Richtung unserer Ziellevel 2940 US-Dollar. Das bärische Verkaufslevel startet bei 2865 US-Dollar. Von daher, da werde ich meine Position deutlich verkleinern. Ich werde weitere Profite realisieren. Doch der Markt hat absolut die Legitimität, aufgrund der Marktstruktur, der Stärke dieses Konstruktes, dieser Stabilisierungsphase durchaus auch höhere Ziellevel anzulaufen, bis in die Region von 3400 US-Dollar. Doch in diesen Regionen liegt auch das 61,8er für Ethereum. Auch hier sehe ich dann erst einmal Schluss und eine nächste Korrekturphase könnte eingeleitet werden. Aber soweit sich hier Bitcoin auf diesen Leveln halten kann, pumpen die Altcoins gerade aktuell links und rechts, was natürlich in diesem Fall soweit erst einmal weitere Trades ermöglicht. Dazu gerne mehr auf Telegram, denn du kannst gerne auch unsere kostenlose Gruppe joinen, da halte ich dich auch zwischen diesen Videos up to date, Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir Mehrwert stiften konnte. Falls dem so ist, Like-Button smashen. Falls du jeden Tag up to date sein möchtest und diese High-Probability-Trades und profitablen Trades mitnehmen möchtest, gerne rein abonnieren. Und jetzt lasst uns gerne einmal nochmal über unseren Trip sprechen. Gestern einen richtig, richtig geilen Geburtstag gehabt, Leute. Wie kann man auch anders einen geilen Geburtstag haben, wenn man in so einem Paradies aktuell ist? Meerblick, wunderschönes Airbnb, aufgewacht, gutes Frühstück gehabt, zurückgekommen, überrascht worden von Stella hier mit dieser 29-Decoration und vor allen Dingen einer wunderschönen Massage. Danach letzten Endes an Beach gegangen, Banana Beach, all das findest du auch auf Instagram, haben da ein bisschen gechillt und abends dann wirklich das Highlight mit dem Private Chef, wir wurden hier bekocht und ja, das war der Tag. Von daher, Leute, bestens in den Tag gestartet. Wie geht es jetzt weiter für mich? Heute reisen wir Richtung Uvita, dann nach Corcovado, Drake Bay in den National Park. Von daher heute erst einmal Travel Day. Ich werde aber soweit erst einmal am Start sein in Telegram. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Freitag und auch schon wieder Wochenende. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.